Guten Morgen, ich bin in Zwölbrock. Nochmal Zwölbrock? Ja. Guten Morgen, ich bin in Zwölbrock. Zwölbrock, ne? Zwölbrock. Ich kann sie aussprechen. Guten Morgen, ich bin in Warte mal, ich muss einfach eben mitlangen. Guten Morgen, ich bin in Zwölbrock. Zwölbrock. Ich kann's nicht, Zwölbrock. Ob am Fluss, am Meer oder Teich, der Angeln ist gar nicht so leicht. Und weil man das nicht einfach so kann, lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Guten Morgen, ich bin in Zwölbrock. Ja. Ja. Gut, ich hab's richtig gesagt. Ja. Mit Melle, wir machen heute eine Stör- und Wallernacht, aber wir sind nicht alleine, denn hier sind ganz viele Aussteller. Ich mache euch hier mal eine Rundführung. Daniel Holtfang. Gehen wir aus. Von ja, Forelle, vielleicht ein Hecht. Den wir mal schauen. Mit der Fliegenrute? Fliegenrute ist dabei. Großes Streamer haben wir dabei. Kleines Streamer, Rudi Bagger. Mal schauen, wie es geht. Ja, sind wir gespannt. Wir gucken auf jeden Fall mal über die Schulter. Und jetzt schauen wir erstmal Melle zu, wie er vergeblich auf Forelle an. Wer hat heute Nacht schon einen Waller gefangen? Das geht an, das geht so. Da ist der Mund gerollt. Ja, ich bin schon ein bisschen verschleimt. Ja, Wallerschleim hat er schon dran. Wie groß war der? Oh, circa 1,50 so. Aber eine fette Sau. Also, hat ordentlich Forellen drin gehabt. Hat auch Dampf gegeben. Ja. Spaß pur. Jetzt gucken wir erstmal zu, wie er hier, wie nennt man das? Wie ich den Teig knete. So einfach? Ja, gut. Das ist halt wieder mal so ein Fachausdruck. Da gibt es ja diverse Formen. Und ach, schlaf mich tot, Würmer und boah, ich mach das ganz simpel so, wie aus der Knetform. Ja. Modernen Duckfoods. Nein, ich bin eher so ein Teig, aber womit ich noch lieber fische, sind dicke Zombies, also die großen Mehlwürmer. Mhm. Die fische ich am liebsten eigentlich. Kannst du auch schön draufziehen, fischt kaum jemand mit und läuft richtig gut. Ja. Ich guck jetzt mal, wie er auswirft, ob er das kann. Ob ich das kann? Kann er. Melle hat seinen ersten Fisch für heute. Petri! Und wie fühlt man sich mit seiner ersten Forelle heute? Ja, sehr gut. Welche Farbe? Und das noch vor TFT, vor dem Trout-Team. Welche Farbe, wie ich gerade schon angedeutet habe, ja, auf schwarz halt mit einem Pünktchen Gelb. Mhm. An der Unterseite des Teiges, einfach um ein bisschen Kontrast zu setzen bei dem klaren Wetter hier. Ne? Läuft. Also sollte ich das auch mal testen. Ja. Guck dir an hier. Lerne. Ja, ich lerne jetzt mal. Lerne. Ich bin eigentlich hier, um das Großbarschangeln ein bisschen zu erklären. Ja, aber jetzt zeigt also, er mir doch erstmal, wie das Forellenangeln geht. Tipps und Tricks zum Forellenfischen. Ja, du bist gar nicht im Bilde. Mach mal, man hört mich. Jetzt. Hallo. Also, den Teig zu einer Kugelform habe ich eben gelernt. Ist das genug Teig? Ja, schön rund, dass du keinen Riss mehr drin hast. Zeig dir das noch einmal? Er zeigt es mir doch nochmal. Haken Anfang, also oben mit der Schnur, da ist da quasi die Spitze hier. Mhm. Drehst du jetzt. Machst dann Dreieck raus und machst dann Cut. Dann nimmst du dir ein kleines Kügelchen Gelb. Ja, ist ganz klein. Ja, ist fertig! So schnell kann Melle das jetzt auswerfen und dann geht's los. Melle hat ab. Ich brauch keine Frau, das ist das Problem. Ja. Guter Wurf, der saß doch schon mal ganz gut. Team Zamataro hat vielleicht den ersten Stör. Du musst mir nochmal deinen Namen sagen. Luis. Luis. Er ist mitten im Drill. Ja. Feines Geschirr drauf, habe ich gehört. Mhm. 12er Haken und 14er Vorfach. Ja. Aber den rauskriegt, gucken wir uns jetzt an. Die Ruhe in Person. Ich habe eine Schnur. Er scheint überhaupt nicht nervös zu sein. Ja, jetzt, wo du mit der Kamera ankommst, schon. Ja, jetzt sind wir langsam dran. Ich habe mit der Haken. Thank you.
Petri. Petri. Schon Biss gehabt? Ich hatte vorhin ein Biss. Immer so ein 60er, 65er. Oh, ich denke mal, heute Abend. Beißen Sie. Gebaut eben? Der ist selber gebaut, ja. In der Form eines? Hat das irgendwelche Namen? Namen weiß ich jetzt nicht. Denkt dir einen aus. Ich nenne ihn einfach Anni. Anni, genau. Der Anni. Wir fangen heute Abend also mit dem Anni ein. Eine Verrückte. Oder du eben. Ja, ich denke mal ein Hecht. Ein Hecht? Ich hoffe ein Hecht, ja. Ah. Oh, guck mal, ich erzähle was von der Forelle. Ja, ich hoffe nicht. Ah, ja. Sieht interessant aus, oder? Ja, finde ich auch. Mit schauen wir großen mal. Großen Augen. Ja, genau. Wir werden mal sehen. Bis später. Bis später. Da kommt es an. Ja, da geht sie drauf. Warte, warte, warte. Ja, schnell mal werfen. Schmeiß mal nach rechts. Das Kinderangeln läuft. Wir sehen aber jetzt eine Forelle fängt. Wie war dein Name nochmal? Erik? Ja, super. Erik. Bisschen höher halten die Angel. Bisschen höher. So, jetzt. Und er hat einen Biss. Ja. Ah, schade. Ja, super, Jan. Oh, Petri. Die Anni kommt, die rettet mich. Danke. Outpower hier. Ja, geil. Petri, geil! So Melle, was machst du denn da Schönes? Ja, ich bin Steine heute, oder Steine gerade, für unsere Ballermontagen, die wir hier heute Abend rausbringen. Mhm. Auf den Effekt ist eine Selbsthakmontage. Selbsthak? Eine Selbsthakmontage, genau. Ja, hier unten kommt eine kleine Reißleine dran, circa, ja, das ist Geschmackssache, ich mache dir ganz gerne Kurt. Und wenn der Fisch sich jetzt den Köder packt, der hier dran hängt, reißt die Leine ab und er haut erstmal hier gegen den Stall und dann packt er sich in der Regel eigentlich selber. Wird heute Abend doch mein erster Waller fällig. Ja, ich hoffe für dich. Hier. Gestern kam es ja leider zu spät. Aber dann machst du nichts. Aber jetzt wird es ein Teamfisch, ne? Dann zeigt mir die Montage und dann drillen wir zusammen. So, das ist die erste Montage. Schön genau. Meine Freunde sagen immer, ich kann besser Pakete schnüren als DPD. Ja, hier eine Schlaufe rein, in der Schlaufe die Schlagschnurschlaufe und fertig ist der Lack. Zack. Ganz einfach. Ganz einfach, ganz simpel und effektiv. Also der Stein sollte natürlich so gewählt werden, dass man, also dass der oder die vorkommenden Fische den Stein nicht anheben können. Mhm. Ja, sonst würde er den mitnehmen. Eben, und dann hätte die Sache ja gar keinen Sinn. Ja, den Tag haben wir hinter uns gebracht, es wurden ein paar Forellen rausgefischt, ja, ein Stör, wie wir gesehen haben. So, jetzt wollen wir die Wallerrouten spannen. Melle geht jetzt raus aufs Boot und wir werden die Köder ausgelegt. Ihr habt ja gesehen, mit dem Stein, was wir vorhin gebunden haben, die Steine werden jetzt zu Grund gelassen. Und mal gucken, ob wir heute Nacht einen Waller erwischen. Wir sind gespannt. Hier sind einige Jungs, die noch auf Karpfen unterwegs sind. Mal sehen, ob wir hier irgendwas als Gruppe rausziehen. Wir gucken einfach mal.